Leben in der Burg. Das waren gute Zeiten. Die Leute waren geselliger. Oh, wie wir schlemmten. Und die holden Weiber umwarten. Natürlich gab es Arbeit, die unseren Geist stärkte. Und uns Kraft gab. Aber vor allem waren es glückliche Zeiten. Und ja, dann waren da noch die Nachbarn. Seid gegrüßt, Sire. Eure Feste erwartet euch. Und damit willkommen zu, ich würde jetzt nicht sagen zu einem neuen Projekt, aber zu einer Fortsetzung eines Projekts oder der Neuauflage. Und zwar zu Stronghold, der Definitive Edition. Ich habe erst vor kurzem, was heißt hier vor kurzem? 2-3 Monate das normale Stronghold gespielt. Oder sogar noch länger her. Hat er dann irgendwie vor, die Costume Remaster Kampagne zu spielen von einem, von der Community. Und dann wurde Stronghold Definitive Edition angekündigt und dachte ich so, hä? Und die Remaster Kampagne wurde ja auch irgendwie nicht fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie der Stand derzeit ist. Ich dachte mir so, jetzt irgendwie anzufangen, würde es auch irgendwie nicht so sehr bringen. Und daher habe ich jetzt gewartet, bis die Definitive Edition raus ist. Es kam einige Bugfixes. Auch in puncto Kampagne. Und jetzt hoffe ich mal einfach, dass jetzt die Version 1.1.1, also 1.1.1, richtig läuft und so. Ne? Von daher, mal gucken. Auf jeden Fall die Hauptkampagne. Kräfte sammeln, okay. Neutrales Land. Ländereien der Schlange. Ratte. Schwein. Wolf. Hatte es sehr weit. Okay. Egal. Auf jeden Fall auf zur der ersten Mission: Kräfte sammeln. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert. Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Ist das Land auch verloren, so könnt ihr von dieser Zuflucht aus zumindest den Tod eures Vaters rächen. Ich sage, wir schlagen sofort zu, jetzt oder nie. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Wir brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Unsinn! Ich werde mit 6 meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und... Nein, nein, so hört doch! Unsere Männer sind kurz vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun. Die Debatte zieht sich bis tief in die Nacht. Und schließlich nimmt euch Lord Woolzweck zur Seite. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Gelegenheit geben, euch zu beweisen. Ihr werdet das erste Kommando übernehmen.
klicken, um fortzufahren. Ja, doch, ja. Ihr werdet gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der Konstruktion. Holz gibt es hier ja zur Genüge. 20 Fleisch, 40 Holz. Na Gott, ja. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ah, sieht schön aus. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ich habe ja die Demo mal gespielt. Das sind auch noch Zeiten. Ich gehe hoch auf 90. Jetzt nicht in die Geschwindigkeit spielen. Und ich weiß nicht, ich mag den neuen Berater irgendwie. Oh, man kann die Farbe wechseln, das ist so schön. Ich habe einen lilanen König jetzt endlich. Ah. Und dann mich selber. Das Wasser ist ja richtig hübsch geworden. Ich mag die Wellen. Und 3 Zoom-Stufen. Oh, ist okay. Wenn man mal etwas näher sein möchte. Eine Kundschaft melden Wolfsformanten, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Was denn nun? Redet nicht halt gleichzeitig los. Eine Botschaft von eurem Informanten Umgebung ausgemacht, Sire. Okay, danke. Sieg! Einfache erste Mission. Aber ne, so, ich hab's ja mal gesagt, so eine Mission pro Folge und von daher. Während die Männer mit vereinten Kräften die kostbaren Vorräte in den Kornspeicher schleppen, reiten Sir Longarm und Lord Woolsack in das Lager. Gute Arbeit! Gar nicht schlecht für das erste Mal! Nein, nein, nein! Oh, der Narr hat das Lager inmitten eines Wanderpfades von Wölfen aufgestellt. Umso besser! Das verschafft den Männern die nötige Übung für unseren geplanten Schlag. Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kundschafter auszusenden, um einen geeigneteren Standort zu finden. Warte, wenn ich jetzt eine Taste drücke... Nee, ich muss klicken, wirklich. Okay. Ich so dran denke, also ich kenne, glaube ich, nur ein einziges Spiel, beziehungsweise RTS, wo ich das, die Regel gebrochen habe, mit einer Folge pro Mission. Und das war bei 8-Bit. Also bei der 8-Bit-Reihe. Da habe ich erst so entweder 3 oder nur eine, je nachdem, wie lang sie war. Und dann habe ich später gesagt, okay, dann immer 2, weil das irgendwie, eine war immer irgendwie zu kurz. Oder dann, ja, naja, gut. Aber wie dem auch sei, das war die erste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns dann hier wieder. Bis dahin. Cheerio.